war in Tokio in Olympia dabei zu sein. Wir haben uns frisch qualifiziert für die Olympiade. Wir freuen uns sehr darüber, dass so ein Nischensport wie Karate endlich olympisch wird. Und ja, wir hoffen uns dadurch natürlich ein bisschen aus dem ganzen Schatten rauszukommen, dass es ein bisschen populärer wird, als es schon ist. Wir sehen hier verschiedene Ausführungen, verschiedene Fußtritte. Die Kämpfe werden auf dem Turnier natürlich immer unterbrochen. Hier zu Showzwecken kämpfen die Kinder einfach nur durch und zeigen einfach ein paar Techniken. Wenn das Ganze stärker gemacht wird, kommt der genannte Kiai dazu. Ich hoffe, die Wettkämpfer machen da mit. Genau, die Steine. Und damit wird nochmal angedeutet, dass die Technik noch kraftvoller ausgeführt wird. Kennt man vielleicht von den Gewichthebern, die schreien ja auch bei ihren Gewichten, wenn sie die hochheben, drückt einfach nur nochmal Körperspannung aus. Yame und danke. Übrigens, dieses Programm, was uns die beiden Herren hier zeigen, muss auch bei einer Prüfung abgelegt werden. Für ein Schwarzgurt oder, wie gesagt, bei Weiß geht's los. Hier ist die Kontrolle sehr wichtig. Die Ausdauer muss gegeben sein und natürlich der respektvolle Umgang mit dem Gegner. Wenn wir auf Matten trainieren, gehören auch Jäger dazu und dass man sich ab und zu mal gegenseitig auf den Boden geht. Das werden wir aber hier auch nicht vorführen, aus Grund von Verletzungsrunden. Unsere Turniersaison hat gerade angefangen. Da wollen wir natürlich vieles vermeiden und uns stark auf die Turniere konzentrieren. Herzlichen Dank.